Gut, dann darf ich Sie sehr herzlich begrüßen im Namen der theologischen Kurse zur Langen Nacht 2022. Mein Name ist Peter Zeilinger, ich bin hier bei den theologischen Kursen als wissenschaftlicher Assistent angestellt, bin Theologe und auch Philosoph, was die Sache meistens nicht einfacher macht, aber ich versuche mich zurückzuhalten. Ja, ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind, teilweise auch online dabei sind. Mein Thema ist der Exodus und das in 60 Minuten. Das ist einfach so ein flapsiger Name, den wir uns irgendwann mal überlegt haben. Quasi, ich rede über das Christentum in 60 Minuten, über den Koran in 60 Minuten und diesmal halt über den Exodus in 60 Minuten. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, um mich selber einzubremsen. Mal schauen, wer gewinnt, die Notizen oder ich. Zur Sache. Die Exodus-Erzählung, die biblische Exodus-Erzählung, gehört, könnte man sagen, zur Weltliteratur, quasi in unserer, auf der ganzen Welt, wenn schon Weltliteratur ist, so ähnlich wie das Hiob-Buch. Jeder hat schon mal irgendwie etwas davon gehört, irgendeine Vorstellung. Es geht hier nicht um Details, sondern um dieses Thema. Und vor allem der Begriff Exodus, eigentlich ein Fremdwort, den Begriff Exodus kennt auch jeder und jede. Exodus ist irgendwie so der Inbegriff von Befreiung. Ja, also ich habe mir hier versucht, ein Thema auszusuchen, das wirklich etwas Grundlegendes ist, nicht nur für das Christentum, nicht nur für die monotheistischen Traditionen, sondern irgendwie auch für quasi ganz normale Menschen in der ganz normalen Welt. Es soll um das Thema der Befreiung gehen, also alles das, was man mit dem Exodus verbindet. Nur was ist das genau, ein Exodus? In irgendeiner Form ist es ein Ausweg, ja, also ein Weg hinaus, das wäre eigentlich die Übersetzung von Exodus, so etwas wie ein Auszug. Ja, Sie kennen den Begriff Auszug aus Ägypten, wir werden gleich davon sprechen. Also irgendwie ein Hinausgehen aus einer Situation, und zwar einer Situation der Unterdrückung, der Not. Also Exodus hat irgendwie diesen positiven Beigeschmack oder diese positive Konnotation, von etwas weggehen zu können, aus einer Unterdrückung befreit zu werden. Wir können heute zum Beispiel ganz normal von einem Massenexodus von Menschen aus einem Kriegsgebiet sprechen, aus Syrien zum Beispiel. Oder um ein anderes Beispiel mit einem anderen Charakter zu nennen, in den 70er Jahren gab es so etwas, das hat man genannt, einen Exodus der Frauen aus amerikanischen Universitäten. Und das war damals eine Art von Befreiung und quasi ein Hinter-sich-Lassen von patriarchalen, frauenfeindlichen Bildungs- und Wissensstrukturen. Und die haben das quasi als einen Exodus, als eine Befreiung aus diesen Strukturen verstanden. Also der Begriff Exodus hat nicht nur biblischen Kontext, sondern er kann quasi für alles Mögliche oder für alle möglichen Befreiungen in unserem Leben oder in unserer Kultur oder in unserer politischen Begrifflichkeit verwendet werden. Aber was macht jetzt eigentlich einen Exodus aus? Wann wird irgendeine Überwindung von Unrecht irgendwie als Exodus bezeichnet? Geht es dabei um einen Ortswechsel, ja, also aus einer Situation wirklich physisch hinauszugehen? Aber wohin geht man eigentlich, wenn man aus einer Unterdrückungssituation hinausgeht? Aber jetzt fange ich an, philosophisch zu werden. Das wird nicht die Fragestellung von heute sein. Ich möchte aber dennoch diese Fragen in Erinnerung rufen, was eigentlich ein Exodus ist, bevor ich jetzt gleich von der biblischen Exodus-Tradition und von der biblischen Exodus-Erzählung sprechen werde. Also, was macht einen Exodus aus? Bloß ein physisches Wegziehen allein oder auch anderes? Und deswegen eine erste Information. In der biblischen Tradition, was ist das? Biblische Tradition, das wäre jene Tradition, die zunächst einmal die hebräische Bibel betrifft, also die heiligen Texte des alten Israel. Das ist ungefähr dasselbe, was wir im Christentum als Altes Testament bezeichnen. Aber biblische Tradition ist um einiges mehr. Biblische Tradition, dazu gehört auch das Neue Testament, beziehungsweise im Judentum
auch die Texte des Talmud und auch die koranische Tradition gehört quasi zur biblischen Tradition. Es gibt sehr vieles, was quasi im Koran auf die Bibel Bezug nimmt oder quasi dieselben Erzählungen noch einmal neu in den Blick nimmt. Also in dieser gesamten biblischen Tradition, in jener Kulturgeschichte, die irgendwie mit den biblischen Erzählungen zu tun hat, heißt der Exodus mehr als bloß ein Herausziehen aus irgendeiner Region oder aus einer Situation. Zum Beispiel ist in Israel oder für Israel der Exodus zugleich die Grundlage des Volkes Israel. Israel wird aufgrund des Exodus überhaupt zu einem Volk. Ja, falls Sie in die Bibel mal hineinschauen wollen und schauen Sie einfach nur in die Kapiteln, die vor den Exodus-Kapiteln stehen, da kommt nie ein Volk vor. Ja, das sind immer Familiengeschichten, Einzelpersonen, Sippen etc. Ja, erst mit der Exodus-Erzählung wird von einem Volk gesprochen, sodass man wirklich sagen kann, für das alte Israel bis zum heutigen Judentum, sowohl in religiöser als auch in politischer oder gesellschaftlicher Hinsicht, ist diese Exodus-Erfahrung die Grundlage des eigenen Volksseins. Und wenn Jesus Jude war, dann stammen auch wir aus dieser Volksgeschichte, aus dieser Entstehung des Volkes Israel. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, also nicht bloß, dass es um ein Hinausgehen geht, nicht bloß, dass es um die Entstehung eines Volkes geht, sondern am Ende der biblischen Exodus-Erzählung erreicht Israel das gelobte Land. Also die biblische Exodus-Erzählung ist nicht bloß die Erzählung von einem Heraus, sondern auch die Erzählung zu einem Wohin. Also es geht hier auch um ein Wohin. Und das möchte ich mir näher anschauen. Also die Exodus-Erzählung ist in der Bibel eine Grundlage der Volkwerdung Israels und ein Anfangspunkt der Volksgeschichte Israels. Nicht bloß ein Auszug, sondern zugleich ein Wohinkommen. Ich wiederhole das hier, weil das wird etwas Zentrales sein, nicht nur dessen, was ich hier heute sagen möchte, sondern was den Exodus ausmacht. Und ich möchte vor allem von diesem Übergang reden, ja, von diesem Heraus und diesem Wohin und das, was dazwischen läuft. Von diesem Übergang, das wird heute mein Thema sein. Und ich möchte zunächst zwei Beobachtungen, die ich für höchst erstaunlich halte, an den Anfang stellen. Fange mal mit der etwas harmloseren an. Die Exodus-Erzählung bekommt in der Bibel eine sehr breite Entfaltung. Wenn ich das mal kurz in Erinnerung rufen darf, in der jüdischen Tradition oder in der altisraelitischen Tradition gibt es die sogenannten fünf Bücher Mose. Alles kompliziert genug, aber wahrscheinlich haben Sie davon schon gehört. Und diese fünf Bücher Mose, die enthalten unter anderem diese Exodus-Erzählung. Und zwar in vier von den fünf Büchern. Das erste Buch Genesis, da geht es um was anderes, aber ab dem zweiten Buch, dem Buch Exodus und dann Leviticus, Numeri, Deuteronomium, geht es die ganze Zeit um die Exodus-Erzählung. Also es gibt eine sehr breite Entfaltung. Allerdings, das ist noch nicht das Außergewöhnliche. Das Außergewöhnliche ist, dass innerhalb dieser Tora, also die fünf Bücher Mose kann man auch als Tora bezeichnen oder werden in der jüdischen Tradition auch als Tora bezeichnet, innerhalb der fünf Bücher Mose, innerhalb der Tora, erreicht Israel das gelobte Land gar nicht. Und das ist schon erstaunlich. Das fünfte Buch Mose, das Buch Deuteronomium, führt Israel und den Mose gerade an den Rand des gelobten Landes hinein. Mose wird an seinem letzten Lebenstag gerade noch einen Blick hineinwerfen können in das gelobte Land. Dann wird er sterben und dann ist auch irgendwie, sind die fünf Bücher Mose aus. Das heißt, der Einzug ins gelobte Land gehört gar nicht zur Tora, wenn man unter Tora jetzt einmal diese fünf Bücher bezeichnet. Das halte ich zunächst einmal zumindest für ein bisschen ungewöhnlich und man wird fragen können, ob das etwas zu bedeuten hat.
Aber das lasse ich einmal offen. Die zweite Sache ist noch ungewöhnlicher und ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Worte finde. Nämlich rein historisch gesprochen, also das, was Historiker auch rekonstruieren können, hat es so etwas wie den Exodus nie gegeben. Und es ist heute auch vollkommen unmöglich, dass man hier etwas übersehen hätte. Wir können die Geschichte des Volkes Israel, also die historische, säkulare Geschichte, gut genug rekonstruieren, um zu sagen, da hat niemals ein solcher Exodus stattgefunden, vor allem nicht in dieser Hinsicht, wie er in der Bibel beschrieben wird. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, um quasi hier nicht missverständlich zu werden. Was hat nicht stattgefunden? Wenn man den Exodus als eine Migrationsbewegung eines Volkes oder einer größeren oder kleineren Gruppe von einem geografischen Punkt A namens Ägypten zu einem geografischen Punkt B namens Land Kanaan, was dann später das Land Israel ist. Also wenn man den Exodus als das, als ein Migrationsgeschehen von Punkt A zu Punkt B anfällt, dann hat das nicht stattgefunden. Zu der Zeit, wo es hätte stattfinden sollen, können wir heute zeigen, dass es so etwas wie das Volk Israel noch gar nicht gegeben hat. Und wenn wir uns in soziologischer Hinsicht dann anschauen, wo das, was wir dann später Volk Israel nennen, eigentlich herkommt, dann kommt es nicht aufgrund einer Migrationsgeschehen zustande. Das ist jetzt etwas ungewöhnlich. Ja? Aber deswegen ist die Frage, was heißt das? Wenn es keine historische Migrationsbewegung gegeben hat, wovon reden dann die biblischen Texte? Dass das eine quasi Erfindung wäre, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil warum sollte eine solche Erfindung irgendjemand in der damaligen Zeit folgen? Das klappt nicht. Ein Mythos ist es auch nicht. Ein Mythos wäre etwas, was einfach geschichtlich gewachsen ist, so wie Bauernregeln. Die hat auch keiner erfunden, sondern die sind irgendwann einmal da gewesen und haben etwas beschrieben. Die biblischen Texte funktionieren anders. Also, wovon sprechen Sie eigentlich? Und das ist das Interessante, was ich heute hier vermitteln möchte. Worum geht es also beim Exodus-Narrativ? Ich verwende jetzt absichtlich das Wort Narrativ, um damit irgendwie zu betonen, dass es mehr ist als bloß eine Erzählung. Momentan wird in den Medien das Wort Narrativ vor allem in Bezug auf Putin verwendet. Ja, Putin hätte ein bestimmtes Narrativ, was Russland ist. Das heißt, worum geht es da? Da geht es nicht um eine historische Story, die erzählt, sondern um eine Vorstellung. Also ein Narrativ ist zwar etwas Erzählerisches, deswegen Narrativ, aber es hat irgendwie so eine grundlegende Bedeutung. Und ich möchte durchaus hervorheben, dass die biblische Exodus-Erzählung tatsächlich ein solches Narrativ darstellt. Eine Grundlage für die jüdische Religion, für das jüdische Volk, für alle monotheistischen Traditionen. Das möchte ich also nicht in Frage stellen. Und daher könnte es interessant sein, wenn man mal nachfragt, wovon sprechen dann diese Texte eigentlich? Und um es gleich vorwegzunehmen und quasi die Panik etwas gering zu halten, es geht um Befreiung. Das werde ich versuchen aufzuzeigen. Und es geht um reale geschichtliche Erfahrungen. Ja? Das heißt, man kann am Ende durchaus sagen, der Exodus hat stattgefunden, aber eben nicht als Migrationsbewegung von Punkt A zum Punkt B. Also, inwiefern hat der Exodus stattgefunden und um welche politische, gesellschaftliche und religiöse Befreiung geht es. Also wenn das Exodus-Narrativ tatsächlich ein Narrativ von einer Befreiung ist, dann behaupte ich hier, es geht nicht nur in religiöser Hinsicht um irgendeine Art, es hat nicht nur eine religiöse Bedeutung, sondern hier geht es auch um eine politische Bedeutung, um eine politische Befreiung und um eine gesellschaftliche Bedeutung und auch da um eine gesellschaftliche Befreiung. Und mein Thema wird unter anderem sein, in irgendeiner Form heranzuführen, um welche Art von Befreiung man in diesen drei Kontexten sprechen kann.
Und jetzt für das, was ich gleich entfalten werde, noch einmal die Betonung. Es ist für das, was gleich kommt, sogar extrem wichtig, dass es hier um kein historisches Migrationsgeschehen handelt. Warum ist es extrem wichtig? Wenn es ein historisches Migrationsgeschehen gäbe, dann wäre das ungefähr vor 3000 Jahren gewesen. Es hätte genau einmal stattgefunden und wir müssten uns nach 3000 Jahren irgendwie überlegen, was diese alte Story mit uns zu tun hat. Und wir hätten die ganze Zeit die Frage, lässt sich das noch einmal wiederholen oder hat das einfach nur zufällig geklappt? Wenn es sich aber um keine historische Geschichte handelt, dann können wir die Frage ganz anders stellen. Dann geht es hier nicht um ein historisches Vorbildgeschehen, sondern, das werden wir uns gleich anschauen. Also es wird sogar extrem wichtig sein, das werden wir am Ende noch einmal erkennen, dass es hier nicht um eine historische Nacherzählung eines Migrationsgeschehens geht. Sondern es geht um mehr und die Frage ist, welche reale politische und religiöse Bedeutung für uns hat das noch heute. Also ich möchte genau die Bedeutung für heute hervorheben und nicht bloß an etwas erinnern, was vor 3000 Jahren möglicherweise geschehen sei. Und dafür möchte ich mir die Erzählung, die biblische Exodus-Erzählung etwas genauer anschauen. Ich werde jetzt nicht etwas daherschwurbeln, sondern ich werde quasi den Text oder die Erzählung selber fragen, okay, wenn ich dich historisch nicht belegen kann, dann erzähl mir einfach, von was du eigentlich sprichst. Also ich möchte hier versuchen, den Text quasi zu uns oder zu mir sprechen zu lassen. Natürlich kann ich nicht jedes Detail hier heute hervorheben. Ich möchte ein paar Dinge hervorheben, die, von denen ich meine, dass sie zu diesem befreienden Kern der Exodus-Erzählung führen. Erster Aspekt. Zunächst einmal gibt es eine auffällige Struktur der Erzählung. Also wichtig noch einmal, ich beschreibe jetzt nicht ein historisches Geschehen, sondern die Struktur der Erzählung. Und da fällt etwas auf, nämlich, dass der Auszug aus Ägypten nicht automatisch der Einzug ins gelobte Land ist. Da gibt es was dazwischen. Und das ist sehr lang, das ist 40 Jahre. In dieser Erzählung irrt Israel 40 Jahre durch die Wüste. Ich meine, so groß ist die auch nicht. Also das heißt, was läuft da? Wieso ist man in dem Augenblick, wo man befreit ist, noch nicht in dem, was hier dann später gelobtes Land heißen soll? Und was soll das dazwischen? Worum geht es bei dieser Wüstenwanderung dazwischen? Und die macht sogar den größten Teil aus. Was passiert auf dieser Wüstenwanderung? Ich werde also jetzt nicht über die Situation in Ägypten, wie das beschrieben ist, reden, sondern ich werde mich auf diese Wüstenwanderung konzentrieren. Was passiert da? Es wird von einer Gottesbegegnung gesprochen. Mose, das ist derjenige, der Israel in dieser Erzählung aus Ägypten herausführt, er wird in der Zeit der Wüstenwanderung am Beginn bei einem Berg quasi eine Begegnung mit Gott haben. Bei dieser Begegnung mit Gott passieren ein paar Sachen, nämlich dem Mose und letztlich dann dem ganzen Volk wird das Gesetz verkündet. Die Tora verkündet. Das Problem mit im heutigen Vortrag ist das Wort Tora, weil es nämlich auf verschiedene Arten und Weisen verwendet werden kann. Man kann sagen, die Tora, das sind die fünf Bücher Mose. Man könnte sogar hergehen und sagen, die Tora, das ist die gesamte hebräische Bibel, also inklusive Propheten und auch den übrigen Schriften. Man kann als Tora aber eben auch das Gesetz bezeichnen, das Mose von Gott erhält, also dann ist es quasi keine Birche, sondern die Sache, das Gesetz, und in einer gewissen Hinsicht wird manchmal sogar der Dekalog als Tora bezeichnet. Also wir müssen hier aufpassen, dass dieses Wort Tora, das so viel wie Gesetz oder besser Weisung heißt, also es geht hier nicht um sowas wie ein Gesetz wie bei den Römern oder so, sondern eher um eine Lebensweisung, ja, Israel oder Mose wird von Gott diese Tora, diese Gesetze erhalten.
Erster Aspekt, dabei wird ein Bund geschlossen, ja, ein Bund nicht nur mit Mose, sondern letztlich ein Bund Gottes mit dem gesamten Volk. Und dann gibt es noch diese Sache mit den Dekalogtafeln. Ja, also quasi Mose wird zwei Steintafeln erhalten, mit der Tora draufgeschrieben. Das ist das, was wir als Dekalog bezeichnen. Und diese drei Aspekte, die Tora wird verkündet, der Bund wird geschlossen, Mose erhält die Dekalogtafeln, ist letztlich dasselbe. Ja, also das sind quasi drei Formulierungen, um von der Sache her dasselbe zu sagen. Also das geschieht. Eine Gottesbegegnung und der Erhalt der Tora, das Schließen des Bundes, eines Bundes mit Gott und dann die Sache mit den Dekalogtafeln, das werden wir uns noch näher anschauen. Was hat es mit diesem Gesetz auf sich? Dieses Gesetz funktioniert wie eine neue Sozialordnung. Das heißt, ab nun ist Israel in dieser Erzählung, aber auch real dann in der Geschichte, angehalten, ihr Zusammenleben, ihre Ethik, Politik, das Verhalten in der Welt von dieser Tora, von diesem Gesetz her zu verstehen. Also man bekommt eine neue Sozialordnung. Das heißt, die Befreiung aus Ägypten allein war noch nicht die Sozialordnung, sondern die bekommt man nicht erst im gelobten Land, sondern in dieser Zwischenzeit. Ein drittes Detail möchte ich hier noch festhalten von der Struktur dieser Exodus-Erzählung, nämlich innerhalb der Erzählung, innerhalb der Logik der Erzählung, niemand aus der ersten Generation derer, die aus Ägypten ausgezogen sind, wird ins gelobte Land einziehen. Das heißt, niemand, der beim Auszug dabei war, wird beim Einzug dabei sein. Das wird eine neue Generation sein. Und selbst der Mose kommt nie im gelobten Land ein. Er kann das Nasenspitzel noch einmal reinstecken, er kann einen Blick an seinem letzten Lebenstag in das gelobte Land machen, aber er kommt nicht hinein. Auch das finde ich einmal ein interessantes Detail, wo man nachdenken sollte oder der Erzählung quasi näher zuschauen sollte, was sie damit möglicherweise sagen will. Die Wüste ist also ganz offensichtlich ein Ort des Übergangs, ja, aus dem Alten heraus, aber noch nicht im gelobten Land drinnen. Und in diesem Zwischenraum erhält Israel etwas Neues, eben die Tora, das Gesetz. Es genügt also nicht, also um ins gelobte Land einziehen zu können, genügt es nicht, aus dem Ägypten befreit zu werden. Es braucht mehr. Es braucht letztlich das Einüben in eine neue Sozialordnung. Aber jetzt meine Frage, wieso muss eigentlich die erste Generation sterben? Also was ist da der Hintergrund, wieso niemand aus der Auszugsgeneration letztlich ins gelobte Land einzieht? Wir müssen das Gott sei Dank nicht für quasi historisch unfair halten, weil wir es hier nicht mit einer historischen Situation zu tun haben. Also deswegen, auch das ist schon einmal etwas Wichtiges. Was will uns diese Exodus-Erzählung damit sagen? Und um das anschauen zu können, also wieso musste die erste Generation sterben, möchte ich mir näher anschauen, die Begegnung Mose mit Gott auf diesem Gottesberg, was da läuft. Zunächst einmal wiederum eine Information kulturgeschichtlicher bzw. religionsgeschichtlicher Art. Jener Gott, von dem die biblischen Traditionen sprechen, das ist jetzt nicht nur die Exodus-Erzählung, sondern auch alle anderen quasi biblischen Texte, letztlich auch die neutestamentlichen Texte und auch die talmudischen und auch die koranischen. Ja, also in dieser gesamten monotheistischen Tradition ist Gott nicht sichtbar. Man kann ihn nicht sehen. Jetzt könnte man sagen, okay, den Zeus hat auch noch keiner gesehen. Ja, also, aber in den antiken Religionen und vor allem im alten Orient gibt es so etwas wie Götterstatuen. Und das sind jetzt nicht einfach bloß irgendwelche Trümmer und schöne Statuen, die irgendwo herumstehen,
sondern im Weltbild der damaligen Zeit begegnet man in der Götterstatue tatsächlich Gott selbst. Ja, also da geht es jetzt nicht darum, dass wir das von heute aus kritisieren, sondern dass wir verstehen, wie Religion in der damaligen Zeit funktioniert. Die Götter können real in der Welt repräsentiert werden. Ja, also zum Beispiel musste ein babylonischer König, der von den Göttern eingesetzt worden war, quasi immer wieder, das ist eine mythische Erzählung, er muss jedes Jahr neu von den Göttern eingesetzt werden. Und dazu kommen quasi alle Götter in die Hauptstadt. Real hat das so ausgeschaut, die haben tatsächlich die Götterstatuen dorthin geschleppt. Ja? Und das war jetzt nicht nur ein schönes Theaterstück, ja, sondern da hat man quasi das eigene Selbstverständnis quasi performt. Ja? Also auf diese Art und Weise haben die Götter jedes Jahr den König legitimiert. Beim biblischen Gott gibt es keine so eine Repräsentation. Wenn später dann der Jerusalemer Tempel aufgebaut wird, wo Gott wohnt, wo wohnt er da? Im Allerheiligsten. Na super, und was ist da drin? Nix. Ja? Das ist die Frage, was soll das? Ja? Was brauche ich dann am Tempel, wenn nichts drinnen ist? Ja? Nur, wenn wir den Tempel nicht hätten, würden wir das nix nicht sehen. Ja, also ich bringe immer denselben Schmäh, um Ihnen ein Loch zu zeigen, muss ich Ihnen einen Rand zeigen, weil wenn ich Ihnen den Rand nicht zeige, sehen Sie das Loch nicht. Das heißt, der Schmäh, der, also einer der Schmähs, also jetzt im positiven Sinne hoffentlich, der biblischen Tradition ist, dass dieses Unsichtbare nicht durch etwas Gegenständliches, Götterstatue oder sonst was repräsentiert wird, oder König oder Priester oder sonst irgendetwas, sondern durch eine Inszenierung, die das Unsichtbare quasi sichtbar macht. Ja? Okay, lass das mal da. Also wichtig, Gott ist nicht sichtbar. Er ist keine Götterstatue. Er wird nicht durch etwas repräsentiert. Dennoch kann man in der biblischen Tradition Gott begegnen. Ja? Also wenn ich gleich von einer Gottesbegegnung des Mose sprechen werde, ist die Frage, okay, wenn man da was begegnet, wie soll man sich das vorstellen? Ja? Selbst wenn es nur eine Erzählung ist. Ja? Also wie begegnet man Gott? Und da möchte ich gerne einen ersten Exkurs machen, nämlich diese Gottesbegegnung am Berg Sinai ist für Mose nicht die erste Begegnung, sondern schon eine weitere. Und ich möchte kurz einen Exkurs zur ersten Gottesbegegnung machen. Das ist die Geschichte mit dem Dornbusch. Ja, also Mose, das Volk ist noch in der Zwangssituation, noch in Ägypten. Mose sieht, also er weidet quasi eine Kleinviehherde und da gibt es eben einen Dornbusch, der verbrennt nicht, nur das ist interessant, da geht man hin und die erste Stimme, die er hört, sagt zunächst einmal, zieh deine Schuhe aus, denn du betrittst heiligen Boden. Ja? Heiliger Boden heißt ein abgesonderter Bereich, wo quasi die Welt anders funktioniert und deswegen die Schuhe ausziehen. Ja, also quasi trampel jetzt nicht wie ein Elefant in den Porzellanladen. Also bereite dich vor, da kommt es zu einer besonderen Begegnung. Einer der Gründe, warum Muslime heute in ihren Gebetsräumen die Schuhe ausziehen, weil sie diese Geschichte, diese biblische Tradition auch kennen. Aber worum geht es in der Dornbusch-Geschichte? Gott, ich fasse das nur schnell zusammen, Gott fordert quasi oder beruft den Mose, um das Volk herauszuführen aus Ägypten. Ja, also eine wichtige Szene und ich erlaube mir, da kurz auf etwas hinzuweisen. Das müsste die erste Folie sein. Das ist das Buch Exodus, Kapitel 3. Ich lese hier ab dem Vers 13. Wir sind also mitten in diesem Gespräch von Mose mit Gott aus dem brennenden Dornbusch. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Ja, also quasi, Mose hat schon den Auftrag bekommen, führe mein Volk heraus und er sagt, okay, aber wenn ich zu meinen Leuten gehe und sage, okay, da hat einer gesagt, ja, was soll ich sagen, wer hat mich geschickt? Da sprach Gott zu Mose
Und das, was jetzt kommt, ist quasi der klassische biblische Gottesname. Und das ist relativ schwierig zu übersetzen, weil im Hebräischen, in der Grammatik, die Zeiten anders funktionieren als bei uns. Und deswegen kann man das immer nur so hatschert übersetzen. Wir haben lange Zeit aus philosophischen Gründen übersetzt, quasi Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ja? Kommt auch ein bisschen aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, ja? Klingt aber verflixt nach Mira Lobe, das kleine Ich bin ich, so ich bin ich. Ja? Also, aber das ist nicht der Punkt. Und wenn Sie heute in die revidierte Einheitsübersetzung Exodus 3,14 schauen, gibt es eine Fußnote. Und in der Fußnote steht, dass in diesem erklärenden Halbsatz sowohl ein Präsens ist, als auch ein Futur. Und das kann man schlecht übersetzen, aber es ist dennoch da. Und deswegen, wie macht man das? Ich habe hier eine Tradition aufgegriffen, die übersetzt, ich bin, der ich sein werde. Jetzt könnte man sagen, okay, wer ist er denn jetzt? Ja, also, was weiß man jetzt? Ja, also nicht, ich bin, der ich bin, dann weiß man, okay, er ist das, was da jetzt ist. Ja, aber ich bin der, der ich sein werde. Ich erlaube mir eine wienerische Übersetzung, die lautet, ich verrat's da nicht, du wirst das schon merken, wer ich bin. Ja, es geht also um eine Art von Versprechen. Ja, dieses, ich werde sein, ja, das kann man ja nur dann erfahren, wann man auch dabei sein wird. Deswegen steckt das drinnen, was wir meistens spirituell übersetzen. Ich bin der, der bei euch sein wird. Ja? Das steht zwar nicht wörtlich da, aber es macht Sinn. Ich bin der, der stets da sein wird. Ja? Also ich bin mitten unter euch. Das ist aber jetzt keine wörtliche Übersetzung, deswegen kann man es nicht so in die Bibel reinschreiben, aber man kann es sich so vorstellen. Es ist das Versprechen Gottes, dass er da sein wird. Nur der Witz ist, wer er ist, weiß man nicht, ja, sondern hat nur das Versprechen, man wird es schon mitkriegen. Ja. Und das ist spannend, ja, weil plötzlich die Zukunft eine Rolle spielt. Ja. Man hat plötzlich so einen Ausblick, dass in der Zukunft etwas erfahren wird, aber nicht erst dann, sondern der, der dann sein wird, der ist er jetzt schon, steht da. Also es ist so ein bisschen dieses Futur 2, das wir im Deutschen haben. Ja? Also die Zukunft spielt schon eine Rolle, obwohl sie noch nicht da ist. Falls Sie sich irgendwas darunter vorstellen können, wir machen das jedes Jahr einmal im Jahr in der Adventszeit. Ja? Advent heißt ankommen oder zukommen. Und im Advent spielt Weihnachten schon eine Rolle, hoffentlich, obwohl es noch nicht da ist. Und genau darum geht's. Das, was noch nicht da ist, wird nicht erst irgendwann sein, sondern verändert die Situation jetzt schon. Das ist ein wichtiger Aspekt, der sich quasi ganz durch alle biblischen, inklusive koranischen Traditionen durchzieht. Ich werde das daher belassen, wenn Sie mehrere Fragen haben. Ich habe da noch Zitate, auch von Exegeten, auch von jüdischen Rabbinern, aber ich belasse es mal dabei. Ich glaube, du kannst das jetzt wieder ausblenden. Wie gesagt, Sie können mich eigentlich auch immer unterbrechen, aber ansonsten scheue, dass Sie weiterkommen. Und jetzt, nach der Herausführung, also in der Exodus-Erzählung, nach der Herausführung gibt es eine weitere Begegnung Mose mit Gott. Und die versuche ich jetzt ein wenig zu beschreiben. Was passiert? Das Volk bereits ausgezogen, die Israeliten, die Ägypter, sie werden jetzt nicht mehr von den Ägyptern verfolgt. Sie siedeln am Fuße des Gottesberges und Mose macht sich auf zu dieser Begegnung mit Gott. Er wird zunächst einmal noch von den Ältesten seines Volkes begleitet, aber die bleiben irgendwo auf halber Höhe, bleiben die dann zurück. Niemand kann wirklich Gott ins Antlitz schauen, also da steckt auch etwas als Furcht drinnen. Nur Furcht muss man vielleicht nicht so übersetzen im Sinne von ängstlich sein, sondern eher so von Ehrfurcht. Ja, also da geht nicht einfach Hinz und Kunst mit. Das heißt, letztlich geht Mose allein.
Und er begegnet dort oben Gott. Ja, natürlich kann er ihn nicht sehen, wie ist das beschrieben? Das Ganze findet in einer Wolke statt. Ja, also guter Schmäh, um sich die Sache vorstellen zu können, ohne dass es zu einem direkten Sehen geht. Aber man kann Gott hören. Und in diesem Gespräch, in dieser Begegnung, bekommt Mose von Gott mehr oder minder das gesamte Gesetz, die gesamte Torah verkündet. Ich kürze die Sachen ab auf die wesentlichen Dinge. Was ist am Ende? Am Ende bekommt quasi Mose zwei Steintafeln und auf diese zwei Steintafeln hat Gott die Torah mit dem eigenen Finger geschrieben. Das ist was Superes. Also jetzt haben wir quasi ein materielles Dokument, Steintafeln, von göttlicher Autorität. Das hat quasi Gott selber geschrieben. Mose nimmt die Tafeln, will zu seinem Volk hinunter. Kaum kommt er unten an oder quasi kaum näher der Sicht, kriegt er mit, dass die Israeliten etwas machen. Das ist diese Geschichte mit dem Tanz um das goldene Kalb. Klingt bei uns immer ganz schrecklich. Wenn man sich das aber kulturgeschichtlich anschaut, was machen sie? Die machen einfach Liturgie. Ja, also die machen das, was in dem gesamten alten Orient eigentlich eine Grundlage quasi eines Gottesdienstes war. Das wird natürlich in der Bibel viel schlimmer beschrieben, aber strukturell haben sie einfach übliche Religion an die üblichen Götter getan, aber eben nicht an jenen Gott, der sie herausgeführt hat. Und das macht den Mose so wütend, dass er die Tafeln zertöppert. Ja, ich kann sagen, ist auch wahnsinnig, ja, er kann alles zertöppern, ja, aber nicht quasi das einzige Dokument, das quasi Gott wirklich selber geschrieben hat. Ja. Okay, ich kürze weiterhin ab, Mose darf noch einmal rauf. Ja. Also quasi geht noch einmal auf den Berg und er bekommt wiederum quasi die gesamte Torah verkündigt. Und er wurde aufgefordert, auch wieder Steintafeln mitzubringen. Und jetzt ein wichtiges Detail. Jetzt schreibt nicht Gott auf die Tafeln, sondern Mose. Und zweites Detail, Mose schreibt nicht einfach mit, während Gott redet, sondern nachdem Gott fertig geredet hat, schreibt Mose auf die Tafeln. Das heißt, eigentlich ist alles dasselbe. Es ist dasselbe Gesetz. Er hat wieder zwei Tafeln, da steht wieder was drauf. Der einzige Unterschied, der geschrieben hat, ist jetzt nicht mehr Gott, sondern Mose selbst. Und das wird noch eine Rolle spielen. Ich habe wieder eine Folie, da habe ich das, was ich gerade erzählt habe, noch einmal zusammengefasst. Exodus 1. 31, 18. Am Ende der ersten Gottesbegegnung erhält Mose zwei Steintafeln, beschrieben vom Finger Gottes, so steht es in der Bibel. Exodus 32, diese Geschichte mit dem goldenen Kalb und der Zerstörung. Und Exodus 34, eine zweite Gottesbegegnung. Mose erhält wieder zwei Tafeln, aber diesmal schreibt er selbst. Soweit, und er geht dann hinunter und er verkündet dem Volk quasi das Gesetz. Soweit diese Story und was möchte ich davon festhalten für unser Thema? Was bleibt von der Begegnung von Mose mit Gott am Berg? Erstens, Israel hat ein neues Gesetz erhalten und zwar ein göttliches Gesetz. Mose hat ja nichts erfunden in dieser Erzählung, sondern er schreibt bloß auf, was er gehört hat. Der Dekalog, ja, quasi als Kurzfassung oder als Sukkus dieses Gesetzes, ist sogar ein sichtbarer Ausdruck dafür. Aber natürlich geht es um mehr als bloß den Dekalog. Mose verkündet den Israeliten das Gesetz und dieses Gesetz, die Torah, wird zur Grundlage des weiteren Zusammenlebens. Also ab nun lebt man im Sinne dieses Gesetzes oder versucht es zumindest. Aber während der weiteren Wüstenwanderung, also die restlichen 40 Jahre, muss Mose immer wieder dieses Gesetz erläutern. Ja, also offensichtlich ist es nicht einfach genug geschrieben. Also quasi ist nicht einfach selbst erläuternd.
Mose muss immer wieder eingreifen oder wird immer wieder gefragt. Und er ist offensichtlich derjenige, dem man zutraut, weil er ja dabei war, dass er diesen Text angemessen deutet, auslegt, interpretiert, wie auch immer Sie das formulieren wollen. Das heißt, Mose ist schon eine besondere Gestalt, weil quasi er als Mittler nicht nur oben am Berg, sondern auch hier im Sinne der Vermittlung der Tora quasi wichtig ist. Also während der gesamten Wüstenwanderung muss Mose immer wieder das Gesetz erläutern. Er ist also so etwas wie ein erster Interpret, weil er ja die Tora von Gott selbst vernommen hat. Das Problem ist nur, der Mose darf auch nicht ins Land. Ja? Warum eigentlich? Da gibt es so eine Geschichte, so gegen Ende der 40 Jahre. Israel kommt quasi in Kadesh an, das ist Numeri 20, und es murrt schon wieder, weil es kein Wasser hat. Ja? Und Mose wird, wie auch schon früher einmal, quasi von Gott gesagt, er soll quasi den Stab nennen. Der Stab ist immer so vermutlich ist es kulturgeschichtlich ein Hirtenstab, ja, also ein Spazierstock, aber gleichzeitig, wo man auch jemanden vertreiben kann. Also mit diesem Stab ist durchaus auch eine Kraft verbunden. Mose soll den Stab nehmen und er soll zu dem Felsen sprechen, ja, und dann wird aus dem Felsen Wasser kommen. Ja. Was macht der Mose? Er nimmt den Stab, ja, und haut mit dem Stab zweimal auf den Felsen, ja, und es kommt auch Wasser raus. Und dennoch wird aus diesem Grund Mose nicht in das Land reingehen. Worum geht's? Muss man genau wieder zuschauen. Ja? Der Stab hat etwas mit Macht zu tun. Und bei einer früheren Wassergeschichte sollte tatsächlich Mose auch mit dem Stab auf den Felsen hauen und dann kommt das Wasser raus. Aber jetzt nicht. Jetzt ist es nicht darum gegangen, mit dem Stab etwas zu machen, sondern zu sprechen. Aber Mose spricht nicht, sondern er haut wieder drauf. Ja, also er vertraut nicht auf das Wort, sondern er glaubt, da etwas bewirken zu können, weil er hat ja den Stab. Also es ist eine subtile religiöse Form von Egoismus oder wie auch immer Sie das sagen wollen. Jedenfalls schlimm genug, er darf nicht hinein. Ich möchte da jetzt nicht näher in das Detail gehen, aber zumindest erläutert haben, warum auch Mose quasi nicht ins Land hinein darf. Und was passiert jetzt quasi in den letzten, am letzten Lebenstag Mose? Das ist das, was im Buch Deuteronomium breit entfaltet wird. Mose wird da vier große Reden halten, alle an einem Tag, und das werden die letzten sein. Und worum geht es in diesen Reden des Buches Deuteronomium? Ich habe hier einige Verse herausgehoben. Wir sind im ersten Kapitel, Vers 5. Da sagt es, also so steht der Text, Mose begann, die Tora auszulegen. Ja, also das Wort, das hier im Hebräischen steht, ist tatsächlich dasjenige, was wir für Auslegung heißt, also quasi erläutern, verdeutlichen, erklären. Aber vor allem, da kommt das Wort Tora vor. Nur, die fünf Bücher Mose sind doch die Tora. Also wie geht denn das? Ja? Das heißt, was läuft hier? Einerseits ist die ganze Exodus-Erzählung letztlich die Tora, aber in dieser Erzählung wird die Tora ausgelegt. Das heißt, die Tora ist nicht nur die Information über einen Inhalt, sondern in dieser Erzählung wird auch beschrieben, wie man mit dieser Erzählung umgehen soll. Ja, also da läuft mehr als bloß ein historischer Bericht. Mose rief das ganze Israel zusammen, ich lese weiter, sprach zu ihnen, höre Israel, die Gebote und Gesetze, die ich euch heute zu Gehör bringe. Ja, okay. Ihr aber sollt sie lernen und achten, sie zu befolgen. Adonai, also das Tetragramm, JHWH, unser Gott, hat mit uns einen Bund am Horeb geschlossen. Horeb ist nur ein anderes Wort für den Sinai. Nicht mit unseren Vätern hat Adonai diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir hier heute alle am Leben sind. Und das ist jetzt wieder ein bisschen schräg. Ja? Diejenigen,
die da in der zweiten Generation sind. Ja? Wieso kann man da sagen, nicht mit unseren Vätern hat er den Bund geschlossen? Auf der anderen Seite wird Mose diese Tora dem Volk ja gerade erst verkünden. Das heißt, die, die gerade da stehen, die wissen es ja noch gar nicht. Also da funktioniert was nicht. Hat sich da der Schriftsteller vertan? So ist das halt oft gedeutet worden. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Von Angesicht zu Angesicht sprach Gott mit euch. Wieso? Mit euch? Gerade hat er gesagt, die wissen von nichts. Wie kann er also dann mit euch auf dem Berg gesprochen haben, mitten aus dem Feuer? Ich aber stand zu jener Zeit zwischen Gott und euch, um euch die Worte Adonais kund zu tun. Es ist eine schwierige Angelegenheit. Ich werde sie noch kurz sickern lassen, quasi auf ein weiteres Detail angehen und dann versuchen, die ganze Story aufzulösen. Mose begann, die Tora auszulegen. Na super, kriegen wir eine Erklärung. Dann schaut man sich das Buch Deuteronomium an, wo unter anderem auch vom Dekalog die Rede ist. All die ganzen Geschichten werden eigentlich noch einmal erzählt, zumindest ist der große rote Faden. Und wenn man ihn dann vergleicht mit dem, was in den früheren Textteilen drinnen steht, ist es nicht dasselbe. Und jetzt könnte man sagen, Herr Hoppla, hat sich der Mose selber geirrt? Ja, also so quasi, was heißt das, wenn die Auslegung nicht identisch ist mit dem, was eigentlich ursprünglich, also in der Erzählung, gesagt worden ist. Und jetzt zitiere ich einfach einen Alttestamentler, mit dem wir hier auch bei den theologischen Kursen schon zusammengearbeitet haben. Er sagt, Mose, in einem Text, also einem Artikel, den er übertitelt hat, Mose, der erste Schriftgelehrte. Also Mose ist nicht nur der, der das gehört hat, sondern er ist auch der, der die Tora das erste Mal auslegt. Er ist quasi der erste Schriftgelehrte. Und jetzt Eckhard Otto, dieser Alttestamentler und Altorientalist: Alles kommt im Narrativ des Pentateuch, das sind die fünf Bücher Mose, darauf an, dass die von Mose gegebene Tora-Auslegung, also Deuteronomium 1,5, identisch ist mit der von Gott am Berg Sinai gegebenen Tora. Also sachlich, inhaltlich identisch ist. Es ist keine Verunstaltung. Ausgelegt, das heißt von Gott offenbarte und auslegende, das heißt von Mose mitgeteilte Tora, sind identisch. Das Volk aber hat die Tora nicht anders als in ausgelegter Gestalt. Das Volk war bei der Gottesbegegnung nicht dabei. Die zweite Generation schon gar nicht. Wenn später Israel im Land ist, war es auch nie dabei. Das heißt, das gesamte Volk Israel, inklusive aller monotheistischen Gläubigen, haben die Tora immer nur in der Art und Weise, wie sie von Mose verkündet wurde, und wenn das keine historische Story ist, wie wir sie heute in den Texten haben. Und dennoch ist diese textuelle Tora dasselbe wie das Wort Gottes, das versucht uns die Erzählung zu sagen. Okay, wie können wir das verstehen? Jedenfalls, es gibt die Tora nur in dieser textuellen ausgelegten Gestalt. Jetzt ein kleines weiteres Detail. Wenn nach den fünf Büchern Mose Israel ins gelobte Land hineinziehen wird, was hat es dann von dieser ganzen Story? Sie hat weiterhin die Texte, aber sie haben nicht mehr den Mose. Sie können den Mose also nicht mehr fragen, wie man die Tora auslegen soll. Aber sie haben in der Tora ein Beispiel von Mose, wie man die Tora auslegt. Das heißt, den Text, den man in Israel dann später hat, bis heute, ist nicht nur der Inhalt, sondern es ist gleichzeitig ein Text, der zeigt, wie man mit dem umgeht. Also es ist nicht nur die Aussage des Wortes Gottes, sondern gleichzeitig ein Beispiel für die Auslegung des Wortes Gottes. Wir müssen einfach nur lesen lernen, wie dieser Text funktioniert und ihn nicht einfach buchstäblich in irgendeiner Form zu nehmen. Das heißt, das, was wir biblisch, jetzt tatsächlich theologisch als Wort Gottes bezeichnen,
die ganzen Gläubigen, ja, quasi von Anbeginn an bis in die Gegenwart hinein, die diese biblischen Texte als Wort Gottes haben. Ja. Wie kann das Wort Gottes sein? Nicht in so einem historistischen Sinne, dass es einfach eine Nacherzählung von irgendwas von vor 3000 Jahren war. Nein, dieser Text versucht etwas zum Ausdruck zu bringen, was sich eigentlich nicht sagen lässt. Ja? Das heißt, ich muss den Text daraufhin lesen, was in ihm zum Ausdruck kommt. Und ich fange an, quasi zum Abschluss zu kommen und zu versuchen zu sagen, wo hier die Befreiung, der befreiende Aspekt stattfindet. Und da habe ich versucht, eine Skizze zu machen. Du musst zum ersten gehen, wo ich das so gemalt habe. Ich versuche zu beschreiben, wie im alten Orient, eigentlich überhaupt in der Antike, aber ich bleibe mal beim alten Orient, weil wir in Israel da in der Nähe sind, wie Autorität im Orient funktioniert. Da hat man die Vorstellung, es gibt Gott oder die Götter. Und die Götter haben tatsächlich den König eingesetzt. Im alten Orient, in Mesopotamien, gibt es zwei Schöpfungserzählungen. Die eine quasi die Erzählung, wie die Menschen erschaffen werden, weil die Götter nämlich nicht die Arbeit selber machen wollen, haben sie sich lieber die Menschen erschaffen. Und dann gibt es eine zweite Erzählung, nämlich die Erschaffung des Königs. Und da muss man aufpassen, der ist nicht etwas Besseres, ja? Also das ist kein Halbgott oder sonst irgendetwas, sondern der König wird erschaffen, um von den Göttern beauftragt zu werden, der soll die Entscheidungen treffen. Ja? Also der König ist eigentlich bloß ein Mensch, aber er ist von den Göttern berufen, Entscheidungen zu treffen. Deswegen muss der König immer im Namen Gottes agieren und da kann man ihn kritisieren, wenn er das nicht tut. Also es ist nicht der absolute Monarch bei uns in der Neuzeit, der selber alles machen kann, sondern er macht es im Sinne Gottes. Aber das heißt, der Wille Gottes wird anhand des Willens des Königs deutlich. Ja? Und das sind jetzt die Menschen darunter. Das heißt, wo ist die Autorität? In dieser Repräsentationsstruktur. Die kosmische Ordnung, die göttliche Ordnung, die im König sich verankert findet. Und wie läuft jetzt die Autorität im Exodus? Im Exodus gibt es erstens keinen König. Es wird auch im späteren Israel zwar immer wieder Könige geben, die haben aber nicht den Status quasi des biblischen, Entschuldigung, des altorientalischen Königs, sondern die sind eher die Hirten. Ja? Der davidische König ist ein Hirte, der soll im Namen Gottes aufpassen, dass allen gut geht und dem Einzelnen gut geht. Das heißt, was tritt an die Stelle des Königs? Wer gibt vor, was der Wille Gottes ist? Das ist jetzt die Tora, das ist jetzt der Text. Ja? Der König war nicht selber der Gott, auch der Text ist nicht selber der Gott. Ja? Das heißt, der König musste auf Gott verweisen. Das hat er mit einer bestimmten Inszenierung gemacht. Na gut, aber der Text ist ja keine Person. Aber der Text, der Exodus-Text, ist so geschrieben, oder er performt seine eigene Erzählung so, dass der Text dazu nötigt, hinter den Text zu schauen. Also wenn ich zwei Dekalog-Erzählungen habe, muss ich mir fragen, okay, worum geht es eigentlich? Ich muss also den Text auf das Göttliche hin lesen. Das ich aber nie einfach in der Hand habe. Das habe ich immer nur als Auslegung. Der Text ist also die höchste Autorität und alle müssen sich dran halten. Es gibt im zweiten Buch der Könige eine schöne Erzählung, 2 Könige 22, da wird eine Schriftrolle im Tempel entdeckt, die Schriftrolle wird dem König vorgelesen, der wird ganz bleich und quasi zerreißt seine Kleider, ja? Eine Demutsgeste. Warum? Weil offensichtlich in dem Text, was drinnen steht, woran er sich nicht gehalten hat oder das ganze Volk nicht gehalten hat. So eine Geschichte wäre im alten Orient niemals denkbar gewesen, weil man im alten Orient den Text nicht über den König stellen kann. Also Codex Hammurabi, König hat quasi ein Gesetz gemacht, jetzt ist es da,
Stellen Sie sich vor, morgen hält sich der König nicht an das Gesetz. Da kann man nicht zum Hammurabi hingehen und sagen, hör auf einmal, gestern hast du da einen Text geschrieben, jetzt halt so dich nicht. Das ist dem Piepschnurz. Ja? Im alten Orient ist niemals der Codex Hammurabi herangezogen worden, um ein Urteil zu fällen. Das ist bloß eine Angeberei, was man kann. Ja? Das heißt, der König ist immer die letzte Instanz. Nun, wie funktioniert jetzt 2 Könige 22? Der Text ist höher als der König. Noch ein kleines Detail, 2 Könige 22, der König beruft das ganze Volk an, allen wird dieser Text vorgelesen, alle schließen einen Bund, es handelt sich also irgendwie schon wieder um die Tora, und alle müssen sich dran halten, inklusive der König. Kleines Detail am Rande, wir erfahren nie, was da drin steht. Ja? Das heißt, wovon erzählt uns da die Bibel? Offensichtlich nicht von einem Inhalt, sondern von einer Haltung. Ja? Man muss den Text daraufhin lesen, was Gott eigentlich wollte. Und damit schließe ich. Ich versuche, das zusammenzufassen. Das Erste muss ich jetzt nochmal kurz erläutern. Wer kommt ins gelobte Land? Diejenigen, die gelernt haben, die nicht bloß befreit worden sind, sondern die gelernt haben, auf diese neue Art und Weise zusammen zu leben, nämlich nach der Tora zu leben. Und ganz offensichtlich war das die erste Generation noch nicht. Das waren die mit dem goldenen Kalb. Und auch Mose noch nicht. Das heißt, wann ist man im gelobten Land? Wenn man die Tora lebt. Und das ist der Grund, warum man innerhalb der Tora noch nicht im gelobten Land ist, sondern dann, wenn man die Tora erhält, dann ist man im gelobten Land. Und das ist eben jetzt die Gründungsgeschichte Israels. Nicht eine historistische, sondern wir, die wir als Volk im alten Israel zusammenleben, wir leben nicht, indem wir irgendeinem König oder Priester oder sonst wem folgen, der behauptet, mit Gott in Verbindung zu stehen, sondern wir leben einen Text. Was macht der Text jetzt besser als der König? Das könnte auch ein schlechter Text sein. Deswegen kurze Bemerkung zum Dekalog, als quasi Zusammenfassung. Was steht da drin? Oft wird der Dekalog so vorgestellt, das sind Vorschriften. Nur, da steht nicht drin, was man tun soll. Da steht nur drin, was man nicht tun soll. Also nicht morden, nicht stehlen, nicht ehebrechen, etc. Die einzigen positiven Formulierungen haben mit der Beziehung zu Gott zu tun. Okay, passt, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich tun soll. Das heißt, der Text gibt hier keine Vorschrift, wo man sich im Sinne des römischen Rechts dann gefälligst dran zu halten hat, sondern er gibt eine Mindestanforderung. Ich versuche das kurz zu interpretieren. Wenn in eurer Gesellschaft das Töten nicht verboten wäre, dann wärst du deines Lebens nicht sicher. Wenn das Stehlen nicht verboten wäre, dann wärst du deines Besitzes nicht sicher. Wenn das Achten der intimen Beziehung nicht, also wenn das nicht geachtet würde, dann wärst du deiner eigenen intimen Beziehungen nicht sicher. Ja? Hier geht es nicht um formale Eheverträge oder so etwas, sondern um diese Beziehungen. Das heißt, das sind Mindestanforderungen für ein gutes Leben. Das heißt, diejenigen, die sich an die Tora halten, die man nicht zu einer Ideologie machen kann, diejenigen, das sind diejenigen, die in einer gerechten Gesellschaft leben. Und insofern hat in der Kulturgeschichte des Volkes Israel ein Exodus stattgefunden. Ein Exodus aus der Struktur dieser altorientalischen königlich-göttlichen Repräsentation hin zu einer Struktur, die über den Text vermittelt wird. Und wenn man sich an den hält, dann kann eigentlich nur Gerechtigkeit rauskommen. Also, und das ist eine reale historische Erfahrung. Das haben die geschrieben. Da hat es einen Hintergrund gegeben, wieso sie auf diese Gotteserfahrung so zum Ausdruck bringen. Also insofern schließe ich hier ab. Der Exodus hat stattgefunden. Er drückt sich in der Art und Weise aus, wie der biblische Text performt. Ja? Und es geht hier nicht darum, an eine historische Migrationsbewegung zu denken. Aber jetzt muss ich schließen, weil es auch noch andere Vorträge gibt.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde dann noch draußen sein, falls Sie etwas fragen wollen, weil ich habe doch so lange geredet, dass Sie mich nichts fragen können. Herzlichen Dank. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauchen wir jetzt ein paar Minuten Zeit, weil der nächste Vortrag von Oliver Achilles über Zoom hereingespielt wird. Wie lange wird das ungefähr dauern? Gute Frage. Zwei, drei Minuten. Also kleine Unterbrechung, es geht aber gleich hier weiter. Der Vortrag von meinem Kollegen, der leider Corona hat, muss quasi eingespielt werden. Ja, leider.